Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampires Dawn. Nachdem wir mit Tradern fertig geworden sind, praktisch alle hier irgendwie Rassen sind, muss ich mich erstmal kurz um ein bisschen Blut kümmern. Bevor ich, glaube ich, jetzt mal ein bisschen durch die Welt ziehe und einfach mal alles erkunde, was es so zum Erkunden gibt. So, jetzt muss ich mir erstmal schnell, bevor es hell wird, ein Opfer suchen. Wie wär's denn zum Beispiel mit dir? Yum, yum, yum. So, jeder sollte wieder volles Leben haben. Momentan mein Hauptquest würde mich eigentlich in den Schattenwald führen. Weil wir haben ja in der letzten Folge den Schlüssel von Tradan bekommen. Und der Schlüssel passt zufällig, wie wir im Puff hier in Uru ja schon gehört haben, zu einer Tür im Schattenwald. Aber hier da oben wabbelt wieder der Skelettkopf. Und diesmal ist es tatsächlich ein Gebiet, wo ich noch nicht sein sollte. Also, die Infinum-Rüstung schützt mich schon ganz gut, aber leider hier jetzt nicht. Deswegen gucke ich mich erstmal woanders um. Und zwar, Fledermausmantel an. Ich könnte zum Beispiel mal hier anfangen. Genau, es liegt Gefahr in der Luft, ziemlich viele Skelette, das verheißt nichts Gutes. Ein einzelner, sehr starker Gegner ist hier, wie wir schon sehen. Und da ist es, da ist er auch schon. Ich weiß nicht, ob ich ihn schaffe. Aber ich habe ja erst vor einer Minute gespeichert, das heißt, wenn ich ein Problem habe und wenn er mich umbringt, kann ich einfach neu laden. Elendes Echsenvieh. Die ist, glaube ich, relativ hart, die Echse. Ich weiß auch nicht, ob man die Echse irgendwie zum Bluten bringen kann oder ich muss es mal testen. Okay, was könnte Valnar denn machen? Blendet alle Gegner, lässt einen Gegner erblinden. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ich probiere es mal. Aska probiert mal Kältehauch, weil mit Kältehauch könnte er ihn theoretisch lähmen. Und Elaine probiert mal Blut zu saugen. Ah, dass ich anfangen darf, kann schon nichts mehr sehen. Sehr schön, dass ich anfangen darf, heißt eigentlich schon mal nichts Gutes. Und er blutet auch noch. Und 27 HP habe ich nur verloren. Und er ist auch noch gelähmt, das wird ja immer besser. Ich habe irgendwie das Gefühl, diesen Kampf werde ich wohl gewinnen. Ja, ich kann jetzt eigentlich theoretisch schon jeden angreifen lassen. Ich mache 14. Ja, das funktioniert gut. Ja, kann sich wieder bewegen. Sein Angriff ist gestiegen. Er könnte vielleicht nochmal Blut saugen. Macht Feuer denn Schaden? Wahrscheinlich hat so eine Echse nicht wirklich, oder? Naja, 15 Schaden. Ach ja, hört auf. Oh! Der kann sich vom Verbluten heilen. Okay, damit hat sich schon mal das Bluten erledigt. Das Problem ist, ich kann nicht wirklich Schaden machen, weil ich habe nicht wirklich viele Angriffe, die... Oder viele Zauber, die auf einen Gegner Schaden machen. Okay, mit diesem Schwitzen kann das jetzt eine sehr, sehr, sehr lange Zeit dauern. Vor allem, da ich ihn nicht mehr zum Bluten bringen kann. Ich könnte sie alle mal saugen lassen, aber das bringt nichts. Weil er hat kein Blut mehr und dann kann er auch nicht mehr zu bluten anfangen, glaube ich. Ja. Also was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt für eine sehr lange Zeit mit dunkle Klingen den Angriff von Elaine und Valnar steigen lassen. Normalerweise sollte der von Aska auch steigen. Aber jetzt mache ich langsam Schaden. Nicht, ja. Ich denke, viel höher kann ich die Angriffskraft nicht mehr steigern. Aber ich mache schon 40, das reicht schon, das ist genug. Nicht betroffen. Okay, Elaines Angriff ist nochmal gestiegen. Probier's nochmal. Ja, 37, das ist schon relativ viel für Elaine. Ich glaube, der wird jetzt dann noch relativ bald fallen. Ja, okay, jetzt passiert nichts mehr. Lebensspender auf Elaine und einfach angreifen. Ja, der wird fallen. Kritischer, jawoll. Gibt mir wahrscheinlich auch eine starke Seele, ja. Und jetzt stirb, du Vieh. Genau, hier können wir auch Silber abbauen lassen. Ich habe leider, glaube ich, keine. Habe ich Seelensteine? Ja, ich habe ein paar. Ich glaube, ich habe 20 mitgenommen für, dass ich zumindest einen, oder ein bisschen mehr, dass ich zumindest einen Golem beschwören kann, oder? Mal kurz nachgucken. Jetzt habe ich nur 15 normale Seelensteine. Ich könnte theoretisch mehrere Skelette hier zum Abbauen bringen, aber Geld habe ich sowieso irgendwann genug. Das ist jetzt nicht so tragisch. So, das lief doch schon mal gar nicht schlecht. Jetzt denke ich, sauge ich mal kurz. Genau. Du greifst an, du saugst. Das mache ich jetzt mal kurz. Ich greife jetzt mal kurz die ganze Zeit irgendwelche Viecher an und saug mich mal wieder voll. Ich weiß, ich könnte einfach schnell nach Uruja
fliegen und mich da einfach schnell vollsaugen. Aber ich mache das schnell an den Gegnern. Dann kriege ich noch ein paar Seelen, kriege ein bisschen Erfahrung. Gib mir kurz ein paar Minuten, ich saug schnell hier ein paar Gegner weg, damit mein Leben wieder voll ist. Und dann geht's irgendwo anders hin. Dann erkundigen wir, beziehungsweise erkunden irgendwelche anderen Gebiete. Aber erstmal brauche ich noch ein bisschen Blut. Und nachdem ich hier seit ein paar Minuten rumlaufe, ist mir eines aufgefallen, und zwar Elaine ist mittlerweile Level 20 geworden. Das heißt, ich gehe mal relativ stark davon aus, dass es die anderen in der Gruppe wahrscheinlich auch relativ bald werden, was ich ziemlich cool finde. Weil ab Level 20 gibt es wieder neue Zauber. Und jetzt sauge ich mich hier erst nochmal. Valna darf auch mal. Aska muss relativ viel ausgeben, weil er die ganze Zeit am Heilen auch ist. Ah, das ist cool. Das heißt, ich denke mal, Valna und Aska werden auch relativ bald 20. Und ich glaube, bevor ich irgendwas anderes mache, teleportiere ich mich dann erstmal zurück in die Festung und lerne neue Zauber. Weil gerade jetzt so bei der Welterkundung weiß man nie, auf welche Gegner man trifft. Da könnte es durchaus wichtig sein, natürlich neue Zauber zu haben. Ich muss mal kurz gucken, ob das jetzt schon reicht. Nee, das reicht noch nicht. Wie viel brauchen denn die anderen noch? Valna braucht noch ein 100er und Aska braucht noch relativ viel. Ja, ich glaube, einen Kampf mache ich noch schnell, damit auch wirklich alle hier volle HP haben. Und Aska lasse ich jetzt noch einmal saugen und dann fliege ich noch ein bisschen durch die Gegend. So, eigentlich müsste ich jetzt fast noch einen Kampf machen, weil diese... Ich hatte gerade drei Zauberinnen, die haben die ganze Zeit Schattenstrahl gezaubert. Das macht natürlich ziemlich viel Aua. Aber, naja, weil er muss jetzt nochmal heilen. Zack, zack. Aber das passt jetzt schon. Ich würde sagen, wir gucken uns mal ein bisschen weiter um. So. Ich meine noch relativ viel von der Karte zu wissen. Also wo diese versteckten Orte sind. Ich glaube... hier war irgendwo ein Höhleneingang. Man musste mal kurz suchen. Übrigens kann man diese versteckten Orte nicht finden, wenn man als Fledermaus hier verwandelt ist. Das heißt, man kann einige Orte, glaube ich, schon finden, aber... Die meisten Orte kann man nur entdecken, also so versteckte Orte wie zum Beispiel einen Wald, einen Strand oder sowas, nur wenn man unverwandelt ist. Das heißt, man kann nicht einfach als Fledermaus über die gesamte Welt fliegen und nach geheimen Orten suchen, sondern man muss das tatsächlich ohne die Fledermausverwandlung machen. Ich kümmere mich jetzt nochmal schnell um die drei Viecher und dann suche ich mal schnell den Berg ab. Ich glaube, hier gibt es irgendwo eine Höhle. Und ich glaube, ich muss mal kurz absuchen... Hier. Aha! Ich dachte's mir schon. Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder den Totenkopf kriegen. Ja. Die Frage ist halt... Ich mach's lieber noch nicht. Die Frage ist halt nur, wie stark sind die Viecher? Ich sehe halt am Totenkopf nur, sie sind sehr viel stärker als ich. Ich weiß aber nicht, wie stark. Okay, den Punkt merke ich mir mal. Es gibt hier, glaube ich, noch was anderes. Hier an den kleinen See müsste ich auch betreten können. Genau, und wie ihr seht, diesmal kein Totenkopf. Ich muss aber gleich mal kurz bis die Nacht, also den Tag zur Nacht verändern, weil... Ja, schwache Seele, die sind nicht besonders stark. Weil, ich glaube, hier ist ein Geist. Es soll Nacht sein. Ach, die Musik ist auch so schön. Hier ist, glaube ich, irgendwo ein Geist, wenn ich mich nicht täusche. Da ist einer. So, die sind offensichtlich nicht besonders stark. Zack und zack. Der ist übrigens vorher nur so schnell gestorben, weil Elaine Todeskrallen hat. Und die haben ja ein bisschen eine Chance auf... Aska ist jetzt auch Level 20. Ein bisschen Chance auf sofortigen Tod. Da hatte ich vorher ein bisschen Glück, dass der sofort gestorben ist. So, komm her. Das ist dieser Geistersee, wo es spuken soll. Ich glaube, irgendwer hat mir erzählt, hey, an dem See spukt's, geht da bloß nicht hin. Wolfsverwandlungsdauer gestiegen. Interessant. Ich guck mal kurz, ob es hier noch was anderes gibt. Da oben war zum Beispiel noch ein... Da oben war zum Beispiel noch ein... eine Truhe. In so einem Gebiet gibt es jetzt wahrscheinlich nicht so den allergeilsten Loot, weil hier haben wir schwache Seelen und Gegner, die irgendwie 100 Erfahrung bringen oder so. Aber ist besser als nichts. Jetzt nehme ich mal die Truhe noch mit und dann gehe ich zurück in den... ins Schloss und guck mal, oh, ein Flammentrank. Und guck mal, welche Zauber ich jetzt lernen kann. Okay, schauen wir mal. Zuflucht und zwar ins Magierzimmer. Jetzt schauen wir mal. So, Valna, was kriegst du denn jetzt Schönes?
Komm her, zeig her. Er kriegt entweder eine Lichtkugel, Chance auf Blind 70% und 45 Grundschaden. Eigentlich nicht übel. Eigentlich gar nicht übel. Was hat er noch so Böses oben? Alle Gegner werden getroffen, Chance auf Verflucht. Ich bin mir nicht so sicher, weil es wäre nicht schlecht, einen Zauber zu haben, der auf einen Gegner Schaden macht. Ich glaube, ich nehme mal die Lichtkugel mit. Ich habe relativ viele Flächenzauber, aber die Lichtkugel kann nicht schaden. Okay, was haben wir für Aska? Gucken wir mal. Zeig, 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 zeig. Zauberlernen ist immer so schön. Okay, wir haben einen Eisregen. Chance auf Lähmung 30. Ich hätte theoretisch schon einen Eis... diesen anderen Eiszauber, der schon eine Chance auf Lähmung hat. Schneller Tod. Chance auf Tod 50%. Ein Gegner wird getroffen. Eigentlich nicht übel. Böses Omen. Grundschaden 20. Alle Gegner werden getroffen. Chance auf Verflucht 70. Schneller Tod. Ich meine, 50% Chance auf Tod ist eigentlich ziemlich cool, weil damit könnte ich in höherlevelige Gebiete gehen und einfach die ganze Zeit schneller Tod zaubern, während die anderen alle probieren abzublocken. Ich glaube, ich lerne schneller Tod. Warum nicht? Auf Bosse funktioniert das, glaube ich, nicht, aber komm, probieren wir es mal. So, und was haben wir hier noch? Zeig her, Elaine. Die kriegt jetzt, glaube ich, noch Flammenstrahl, glaube ich, kriegt sie jetzt bei Feuermagie. Nee, Explosion. Ein Gegner wird getroffen, 60 Schaden. Auch schneller Tod oder erstummen? Chance auf Stummen 90%. Alle Gegner werden getroffen. Explosion oder erstummen? Alle Gegner... Chance... Nein, das wäre nicht. Stumm. 90%. Ja, das klingt gut. Okay. Ich guck mal schnell, wie viel Seelen ich habe. 75 normale... Ich mach nochmal ein paar Seelensteine. Ja, 15 normale, ich mach nochmal Seelensteine. Und zwar möchte ich gerne normale Seelen, und zwar 10. Das heißt, jetzt habe ich 25 Seelensteine. Jetzt pumpe ich nochmal ein paar in Intelligenz. Weil ihr erinnert euch vielleicht noch an die roten Truhen, die wir hin und wieder gesehen haben. Die kriegen wir nur auf, wenn Wallner einen bestimmten Intelligenzwert hat. Das heißt, es kann nicht schaden, hier nochmal ein paar mitzunehmen. So, ein bisschen Intelligenz für Wallner. Und den Rest mache ich jetzt alles in normale Seelensteine. Da werde ich eh ein paar von brauchen. Seelensteine herstellen. Normale Seelen. Alle. So, 45 normale. Und wisst ihr was? Die restlichen schwachen Seelen pumpe ich direkt jetzt auch in Seelensteine. Obwohl... Ach komm, was soll's. Seelen kriegt man locker ran. Da fahre ich einfach eine Stunde, dann sind die wieder da. Weil mit den kleinen Seelensteinen kann ich dann, glaube ich, Skelette oder so ranholen. Die sind jetzt nicht so geil, aber ist besser als nichts. So, hier sind wir, glaube ich, erstmal fertig. Ich saug mir jetzt kurz nochmal für Wallner und den Rest der Truppe ein bisschen Blut dran und dann fliege ich mal woanders hin. So, und nach einem weiteren Kampf, glaube ich, sieht es jetzt wieder ganz gut aus. Ja, die sind alle voll. Ich würde sagen, wir fliegen mal los. Und ich könnte ja mal so links oben an der Karte anfangen und mich einfach mal überall ein bisschen umgucken. Jetzt schaue ich mal schnell hier. Da unten war, glaube ich, nichts. Hier gibt es offensichtlich eine Höhle. Habt ihr das Graulen gehört? Das ist... Das heißt, glaube ich, also hier ist, glaube ich, noch, hier war irgendwo ein Wald, den müsste ich mal schnell ein bisschen ablaufen. Obwohl, ich verwandle mich mal auf der Seite zurück. Jetzt, glaube ich, nehme ich lieber mal einen Speicherstein her. Weil ich bin mir nicht sicher, wie stark die Viecher hier auf dieser Insel sind. Das heißt, ich passe hier lieber mal ein bisschen auf. Und wenn ich den Speicherstein jetzt eh hergenommen habe, schaue ich mir jetzt mal das Viech an. Ja, das ist offensichtlich eine weitere Mine. Ja, der ist aber, glaube ich, ein bisschen heftiger. Probieren wir es mal. Schadet und blendet einen Gegner. Schneller Tod, glaube ich, geht bei Boss-Gegnern nicht. Ich könnte es mal probieren. Ich meine, ich habe ja gespeichert, aber... Ich probiere mal erstummen. Beißt kräftig zu. Wie sieht's aus? Ist nicht betroffen. Ja, ich glaube, Boss-Gegner haben viel zu hohe
Chance, davon nicht betroffen zu sein. Das heißt, Elaine könnte eigentlich jetzt die ganze Zeit saugen. Valner könnte angreifen. Irgendwer, du musst... Und du musst saugen. Hoffentlich 80 HP mit einem normalen Angriff. Ach du Scheiße. Blutet der bitte? Ja, er fängt an zu bluten. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay. Ob das was wird, ich bin mir nicht so sicher. Du zauberst nochmal dunkle Klingen und du musst... Ja, du musst dich jetzt mal heilen. Das war's auch schon für Elaine. Oh Mann. Okay, du kannst mal nochmal angreifen. Du probierst es jetzt einfach mit schneller Tod. Warum nicht? Nee, das schaffe ich nicht. Der ist zu krass. Das funktioniert nicht. Ich kann mal probieren, ob... Nee, Valner weg. Lebensspender. Ja, das war's. Das klappt nicht. Eventuell hätte es mit schneller Tod mal funktioniert, aber... Das Bluten hat mich gerettet. Die Frage ist... Ja, hier könnte man Silber abbauen. Die Frage ist, ich habe immer noch den Totenkopf. In Minen dürfte es aber eigentlich keine Zwischenkämpfe geben. Okay, die leben alle wieder. Ich glaube, in Minen dürfte es keine Zwischenkämpfe geben. Ich glaube, dieses Symbol ist vielleicht nur dazu da, um mir zu sagen, draußen außerhalb der Mine sind relativ viele... starke Viecher. Hier will ich jetzt nur mal kurz einen Arbeiter haben, dass zumindest ein bisschen in der Mine abgebaut wird. So. Ich glaube, ich fliege lieber mal kurz zurück in ein Gebiet, von dem ich weiß, dass ich die Gegner dort schaff, nämlich hier, und saug mich hier mal schnell wieder voll. Und dann fliege ich mal zurück auf die Insel, da war nämlich, glaube ich, noch irgendwas in dem Wald. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich muss es mir zumindest mal angucken. Ich mache hier kurz ein paar Kämpfe, saug mich schnell an allen voll. Ja, ich weiß, ich könnte es auch in Uruyo einfach machen. Aber hier kriege ich ein paar Seelen, ein bisschen Erfahrung. Saug mich schnell voll und dann fliege ich wieder zurück nach da oben und schau mal in den Wald ran. Ich glaube, da war noch was. Das war jetzt auch, glaube ich, schon der letzte Kampf. Jetzt sieht es wieder ganz gut aus. Ich glaube, ich fliege jetzt mal zurück. Ja, das sieht gut aus. Ich fliege jetzt mal zurück auf die andere Insel da oben und guck mal an, ob da vielleicht irgendwas in dem Wald drin war. Ich meine, irgendwo hier war was oder ein Strand oder so. Ich muss mal schnell suchen. Verwandlung beenden. Oh, jetzt wird der Kampf interessant. Was ist das? Todeswespe und Waldschwein. Ich baller lieber mal alles rein, was geht. Weil ich bin mir nicht sicher, wie hart die sind. Ich baller lieber mal alles rein, was ich habe. Verstummt, das ist schon mal gut. Kann nichts mehr sehen. Alle sind schon mal blind, das ist auch schon mal gut. Ich bin, wie gesagt, nicht sicher, wie hart die sind. Oh ja, die halten relativ viel aus. Okay, da es keiner von denen angegriffen hat, heißt es, die alle hätten einen Zauber gemacht. Aber da sie alle verstummt sind, konnte niemand wirklich angreifen. So, sag mal beim Schwein. Du machst einfach mal schneller tot auf irgendeine Todeswespe und du machst einfach mal einen Feuerregen. Ja, wenn ich schon nur 18 Blut trinken kann, dann sind sie wirklich relativ stark. Okay, wenigstens funktioniert das ganz gut. Komm, töte ihn. Ist nicht betroffen. Oh, mit normalem Angriff 50 HP. Oh weh. Angriff. Ich glaube, ich hau's jetzt mit normalen Angriffen. Oh, 3 HP nur mit einem normalen Angriff. Okay, das sieht aber trotzdem ganz gut. Okay. Puh. 400 und normale Seelen. Elaine Level. Ja, die sind vielleicht relativ hart. Vor allem jetzt geht's mir mit dem Blut schon. Ich weiß nicht, ob ich hier bleiben sollte. Das ist, glaube ich, ein relativ hartes Gebiet. Irgendwo hier war aber was. Oh Mann, nochmal 3 Todeswespen. Lichtblitz, Kältehauch und Erstummen. Sicher ist sicher. Verstummt, okay, das geht. Naja. Sollte gehen, ich bin mir halt bei denen, auf der Weltkarte bin ich mir immer nie so sicher. Oh Gott. Ja, Elaine wird jetzt auf jeden Fall rasend werden nach dem Kampf. Das heißt, ich glaube, ich fliege dann jetzt mal zurück nach Uruya.
und geh da ein bisschen Lebenssaugen. Ja, jetzt wird sie auf jeden Fall rasen. Aber jetzt sollten sie langsam auch schon alle sterben. Ja, ich glaube, ich fliege nochmal kurz zurück nach Uruya und gehe da nochmal kurz ein bisschen irgendwo saugen. Aber diese Infinum-Rüstung, also die lässt mich hier in Gebiete vordringen, in denen ich eigentlich momentan noch gar nichts zu suchen hätte. Aber es freut mich. Es macht halt Spaß, weil dann kann man gleich am Anfang ein bisschen mehr von der Karte erkunden. Weil ohne diese, wenn man nicht direkt nach Tessa geht und sich diese drei Infinum-Rüstungen holt, dann gibt es wirklich nur sehr, sehr wenige Gebiete, in denen man anfangs überleben kann. So, und jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich Leute aussaug. Wo ist denn Zeitverzerrung hier? Dass ich Leute aussaug, die ich jetzt... Also ich will nicht immer dieselben Personen aussaugen. Sonst habe ich irgendwann das Problem, dass die mir zufällig mal wegsterben könnten. Das heißt, ich saug jetzt einfach mal den Typ da aus. Weil wenn die auf einmal wegsterben, wenn jetzt der mir zum Beispiel wegsterben würde aus Versehen, weil ich ihn schon dreimal ausgesaugt hätte, dann würden die hier alle aggressiv werden und würden mich alle angreifen. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so schlimm, weil ich brauche die Leute da drin, glaube ich, nicht mehr. Trotzdem, nee. So, jetzt haben zumindest schon mal wieder alle volles Blut. Das hätte ich vielleicht machen können, vielleicht hätte ich erst heilen sollen, aber jetzt ist egal. Trotzdem, es interessiert mich jetzt so sehr, ob da oben noch... Moment, ich glaube, ich fliege nochmal hoch. Fledermausmantel. Es interessiert mich jetzt. Ich gucke noch einmal kurz auf die Insel. Ich meine, da oben war was. Irgendwo in dem Wald drin. Entweder ein Strand oder ein Wald, glaube ich. Ich muss mal kurz gucken. Irgendwo hier in der Mitte, glaube ich. Aha. Okay, Moment mal. An den Wald kann ich mich erinnern. Ihr seht, es ist kein Totenkopf da oben in der Ecke. Das heißt, hier wird kein Gegner kommen. Was wir jetzt, glaube ich, sehen, sind Charaktere, wenn ich mich nicht täusche, sind Charaktere aus einer anderen Modifikation von dem Ersteller von Vampire Storm. Oder von irgendeiner anderen Modifikation. Ja. Das werde ich wahrscheinlich nicht aufkriegen. Ja, lässt sich nicht öffnen. Ich kann mal gucken, wenn ich ihm den Magierring gebe. Keine Ahnung, den Ring einfach mal. Ich kann mal gucken, wenn ich Walner den Magierring gebe, ob er das Ding dann... Nee, das reicht immer noch nicht. Die Truhe muss ich mir mal aufschreiben, glaube ich. Rote Truhe, Wald... Was ist das? Nordwestlich. Nordwestlich Jaguarhöhle. Dann weiß ich ungefähr, wo die ist, weil die kriege ich noch nicht auf. So, gegen den muss ich meines Wissens nach auch gar nicht kämpfen. Das wird, wie gesagt, nur so ein kleiner Einblick in eine andere Modifikation. Oder vielleicht war es auch nicht von dem Ersteller von Vampire Storm, sondern von irgendeiner anderen Mod. Aber jetzt gucken wir uns mal kurz ein kleines Event an. Ja, Gargash, wo ist Alex? Da irgendwie Alex wollte, also die beiden, das ist eine ganz lange... Ich kenne die Story auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich muss Alex endlich töten. Also diese Mod habe ich nicht gespielt von denen, die gerade reden. Verflucht, ich muss ihn finden, es ist noch nicht vorbei. Und ich glaube, wenn ich jetzt abhaue, dann kommt Alex. Ja, genau. Alex, habt ihr zufällig einen lila Dämon gesehen? Sein Name ist Gargash. Och ja, der steht übrigens da hinten. Komm, wir müssen es zu Ende bringen. Nieder mit Gargash. So. Ich glaube, könnte das aus dunkle Schatten gewesen sein? Ich kenne die Mod nicht. Aber das ist auf jeden Fall irgend so ein Easter Egg, könnte man sagen. Ja, jetzt, ich versuche hochzugehen, aber ich kann mich noch nicht bewegen. Ja, sie haben offensichtlich gewonnen. Das hätten wir erledigt. Was machen wir jetzt? Kinder kriegen schon wieder. Na schön. Ja, sehr, sehr seltsame Leute. Tja, und da liegt er auch. Der ist hinüber. Hat einen Zettel auf dem Kopf drauf, steht, spielt dunkle Schatten, genau. Die Abenteuer von Alex und Christine. Genau, ja. Das ist also ein kleines Easter Egg aus... Dunkle Schatten, was ich nicht gespielt habe. Zu meiner Schande. So, ich glaube, hier oben gibt es nichts mehr. Ich fliege jetzt mal zurück nach Uruya und schau mal, ob der Schattenwald immer noch den Totenkopf hat. Ich glaube nämlich, er hat ihn immer noch. So, hier war der irgendwo. Ja, er hat immer noch den Totenkopf. Der Schattenwald, da gibt es auch einen Bossgegner. Das sollte man vielleicht auch noch nicht unbedingt machen. Ich gehe mal kurz hier hinter. Hier war, glaube ich, auch noch irgendwo eine Höhle. Glaube ich. Ich kümmere mich mal schnell um diese drei Banditen. Und dann suche ich mal weiter nach einer Höhle.
Nicht eine Höhle, sondern ein Wald war hier, glaube ich, irgendwo. Irgendwo hier in der Mitte gab es, glaube ich, einen Wald, wenn ich mich nicht täusche. Zum Beispiel... Aha! Ich wusste es. Ich wusste es, da gab es noch irgendwo was. Und ich glaube, ich habe auch auf der Insel links oben noch was übersehen. Ich glaube, okay, das ist wieder nur lebendes Gras, also wieder nichts Schlimmes. Also keine besonders starken Gegner hier. Ich glaube, ich habe auf der Insel links oben noch einen Strand übersehen. Weil es gibt nicht nur Höhlen und Wälder, sondern es gibt auch, wenn man am Strand entlangläuft, da gibt es auch solche kleinen Strandareale. Da habe ich, glaube ich, was übersehen. Also gucke ich mich hier erstmal ein bisschen um. Hier haben wir zum Beispiel schon mal was. Und ich gehe mal, um auf Nummer sicher zu gehen, jetzt schon mal zur Nacht. Zeitverzerrung ist so nützlich. Weil hier könnte eventuell irgendwo ein Geist sein. Jetzt schaue ich mich mal ein bisschen um. Zum Beispiel da links. Nee, da wäre schon wieder der Ausgang gewesen. Also probieren wir es halt mal. Moment mal, da oben ist, glaube ich, noch irgendwas. Aha, ja. Das sah schon irgendwie so seltsam aus da oben. Vielleicht ist hier noch irgendwo ein Geist. Mal schauen. Ja, das ist alles Low-Level-Gebiet. Also hier gibt es kein Equipment, was mir jetzt noch was helfen würde. Aber vielleicht gibt es hier noch irgendwo einen Geist. Sieht aber nicht so aus. Nee, ich glaube, das war's. Ja, ich glaube, das war's. Jetzt will ich aber kurz nochmal, wenn ich nicht ständig von Kämpfen aufgehalten werden würde, jetzt will ich aber kurz nochmal auf die andere Insel gehen. Weil ich meine, da habe ich noch was übersehen. Wie gesagt, ich kann nicht alles finden. Vielleicht gibt es hier hin und wieder noch ein paar Gebiete, die ich übersehe. Aber bei einigen weiß ich es noch. Ich werde vielleicht mal einige Gebiete auch mal auf gut Glück ablaufen, aber das dauert Jahre. Ich meine, hier unten war noch irgendwas. Das ist mir gerade so eingefallen, weil ich das letzte Mal beim letzten Durchspielen auch hier unten noch was gefunden habe, glaube ich. Genau, ja. Ich wusste es. Das ist das, was halt einem so kommt, wenn man gerade so am Nachdenken ist. Genau, Nacht und hier haben wir schon einen Geist. Perfekt. Das heißt, immer nachts rumlaufen. Komm, gib mir was Interessantes. Gib mir was Interessantes. Komm. Skelettmagierbeschwörung. Das heißt, wir können später auch nicht nur Skelette, sondern auch Skelettmagier beschwören. Jetzt suche ich mal kurz noch nach Monsterkrabbe. Das sind irgendwelche neuen. Jetzt suche ich mal kurz noch nach weiteren Truhen. Ich muss mal schauen, wie stark die sind. Ob sich das lohnt, diese Kämpfe hier zu zeigen. Also ich hatte kein Totenkopf-Symbol. Kritischer Treffer, 9 HP. Ja, nee, das ist nichts Interessantes. Das heißt, die werden relativ bald dann auch tot sein. Und dann suche ich mal noch nach... Ja, okay, jetzt ist er schon tot. Dann suche ich mal noch nach... Das war jetzt die Todeskrallen von Elaine. Suche ich mal noch nach Truhen. Okay, gelernt. Ich glaube, ich muss bei denen gar nicht probieren, Blut zu saugen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man bei Krabben relativ viel Blut saugen kann. Deswegen einfach mit normalen Angriffen ist das Thema auch erledigt. Krieg ich normale Seelen? Ja, ich krieg sogar normale Seelen. Schön, schön. Nee, das scheint es aber schon gewesen zu sein. Oh, einen Sonnenschutzmantel noch. Das bedeutet, ich muss gleich mal gucken, wie viel Sonnenschutzmantel ich jetzt habe. Und ich meinte natürlich Sonnenschutzmäntel. Natürlich, die Mehrzahl. Aber wie ihr seht, keine zwei Schritte ohne den Zwischenkampf. Ich kümmere mich jetzt noch kurz um die Krabben und dann würde ich sagen, raus aus diesem Strand. Weil ich glaube nicht, dass es hier noch was gibt, also nichts wie raus hier. Und ich würde sagen, an dieser Stelle wird abgespeichert. Und dann, zack, dann war es das auch schon. Jetzt haben wir uns mal ein bisschen umgeguckt, da kommt aber noch viel mehr. Weil ich muss sowieso leveln. Ich könnte jetzt an einer bestimmten Stelle, wo ich mich sicher fühle, die ganze Zeit hin und her laufen, aufleveln, bis ich genug Level habe, um in den Schattenwald reinzukommen. Aber ich gucke mich einfach noch ein bisschen um. Ich fliege jetzt einfach ein bisschen auf der Welt umeinander und werde alle Gebiete abklappern, von denen ich weiß, dass es da was Interessantes zu sehen gibt. Und dann können wir so leveln. Finde ich ein bisschen interessanter, als nur an irgendeiner Stelle zu stehen und die ganze Zeit zu leveln. Das würde ich sowieso rausschneiden. Aber wir gucken uns noch ein paar interessante Gebiete an. In der nächsten Folge geht's weiter und bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.